Herzlich willkommen zum Sonntag mit Emir. Ja, unser heutiges Thema ist Lesben und Ritzen. Also, ich finde nicht, dass Homosexuelle sich vermehrt ritzen oder dass es daran liegt. Ich finde, das hat immer mit der persönlichen Vorgeschichte zu tun, was zum Beispiel in der Kindheit war oder so. Und vielleicht, also das ist jetzt eine Idee von mir, vielleicht tritt es bei Homosexuellen mehr auf, weil sie sich erstmal selbst mit der neuen Situation anfreunden müssen, sich ein neues Selbstbild erstellen müssen und sich dann Fragen aussetzen, wie reagiert mein Umfeld, wie mache ich das mit meinem Coming Out, werde ich vielleicht deswegen irgendwie gemobbt, Mobbing, und dass man sich dadurch einen persönlichen Stress macht und vielleicht deswegen, dass man das dann so rauslässt und es so ein Ende nimmt. Aber ich denke nicht, dass es man sagen kann, Lesben ritzen sich mehr als Heterosexuelle. Ja, mir fällt auch gar nicht mehr viel ein, was ich dazu sagen könnte. Es wurde eigentlich schon alles erzählt irgendwie. Ich kann nur von mir persönlich noch sprechen, also ich ritze mich nicht, aber ich lasse auch Stress, Wut in Bezug auf Schmerzen raus, aber nicht, dass ich mich selbst verletze, sondern wie die Hanna schon gemeint hat, zum Beispiel mit den Bändern um die Hände und dann ausstrecken die Hände und so dastehen. Ja, ich lasse es auch, oder besser gesagt, ich lasse meinen Stress, meine Gefühle mit Sport raus und gehe da eigentlich auch an meine Grenzen und mache so lange weiter, bis es wirklich schmerzt, weil, ja, ich weiß nicht, das Ritzen, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde das immer noch eine bessere Lösung, den Sport, als sich irgendwie selbst zu verletzen. Und ja. Was sagt ihr denn dazu? Woran könnte das liegen, dass es heißt, dass Homosexuelle sich mehr ritzen? Oder kennt ihr vielleicht auch Freunde, die sich ritzen, die magersüchtig sind oder so, dann schreibt mir das. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben. Ja, und wenn ihr vielleicht Tipps braucht, wie man das, den ganzen Stress und die Emotionen anders rauslassen kann, dann schreibt mir. Ich gebe mein Bestes, euch darauf eine gute Antwort zu geben. Ja, bis nächste Woche. Lasst euch überraschen, was ich mir einfallen lassen habe. Genießt noch das tolle Wetter, auch wenn bei mir gerade dunkel ist. Und wir sehen uns. Demia, tschüssi.